Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal RedHead7LP. Ich bin der Christian und jetzt gibt's die Review zu Extreme Rules 2016. Wir starten direkt, 8 Matches waren es an der Zahl. Pre-Show, die habe ich leider nicht gesehen, da gab es ja das Match Baron Corbin gegen Dolph Ziggler. Ein No-Disqualification-Match gegen 7 Minuten gerundet und da hat Baron Corbin anscheinend gewonnen. Das war ja zu erwarten, also ich hatte ja schon gedacht, dass Baron Corbin beim letzten Mal gewinnen würde, also bei Payback. Doch da hat sich ja Dolph Ziggler knapp per Einroller durchgesetzt und dieses Mal hat Baron Corbin das Ding anscheinend für sich entscheiden können. Und ich weiß gar nicht, ob die Fehde jetzt noch weitergeht, weil ich Raw Stand jetzt noch nicht gesehen habe. Aber ich vermute mal, es wird noch ein bisschen, weil jetzt steht es ja rein theoretisch 1:1 und da wird bestimmt noch ein bisschen was passieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Match an sich eigentlich ganz cool war. Aber naja, ich weiß es nicht, vielleicht hole ich es nach, vielleicht zeigen sie ja ein bisschen was bei Raw. Machen wir mal direkt weiter. Ich habe aber allerdings jetzt einen Punkt geholt, ne? Baron Corbin habe ich, glaube ich, auch getippt. Match Nummer 2 war The Club gegen die Usos. Tornado Tag Match und das hat The Club gewonnen. Ich muss sagen, an sich, dass es ein Tornado Tag Match war, fand ich ziemlich nice. Also ich mag solche Tornado Tag Matches und finde auch, dass es die leider zu selten gibt, aber okay, ich meine, weder The Club noch The Usos finde ich jetzt interessant. Von daher war es dann wieder so ein bisschen, aber die Matchart an sich war halt ganz cool. Und im Endeffekt hat The Club gewonnen, ging ein bisschen was über 8 Minuten. Und das war auch irgendwie zu erwarten, dass The Club das Ding gewinnen würde. Und es war genauso zu erwarten, und da schlage ich jetzt mal schnell eine kurze Brücke zum Main Event zwischen Roman Reigns und AJ Styles. Es war zu erwarten, dass sie da auch wieder auflaufen und das Gekabbel da wieder weitergeht. Aber okay, kann man mal bringen und schlecht war es nicht, das Match. Es hat sogar ein bisschen Bock gemacht, aber es wäre halt noch interessanter gewesen, wenn man jetzt zwei Teams gehabt hätten, die ja auf die man auch Bock hätte. Und damit kommen wir dann... Achso, ja, da habe ich auch auf The Club getippt, von daher 2 Punkte. Kommen wir zu Match Nummer 3, Rusev zusammen mit Lana am Ring gegen Kalisto. Und Rusev hat durch Submission gewonnen und ist damit neuer United States Champion. Ich müsste auch auf Rusev getippt haben. Aber es ist auch irgendwie so ein bisschen witzig zu sehen, dass Kalisto zweimal gegen einen Ryback gewinnt, der ungefähr die ähnliche Statur wie ein Rusev hat. Und auch, ich schätze sie auch ähnlich ein vom Können her, beziehungsweise vom Standing eigentlich. Aber Ryback schafft es zweimal nicht und Rusev kommt direkt beim ersten Versuch an und macht Kalisto da platt. Das war ein schönes Match. Also ich sag mal so, es hätten beide verdient zu gewinnen. Aber es ist schon gut für Rusev, dass er den Titel jetzt bekommen hat. Ich meine, ich denke, es wird auf jeden Fall ein Rückmatch geben. Das wird Kalisto dann wahrscheinlich auch verlieren. Und Rusev wird dann den Titel, also mit dem Titel in eine neue Fehde reingehen. Das Match ging ein bisschen was über 9 Minuten. Also es hat sich stetig um eine Minute immer wieder gesteigert zwischen den Matches. Und ja, kann man auch mal bringen, aber wie gesagt, das war auch noch nicht so wirklich was Interessantes für mich, weil ich bin jetzt nicht der größte Rusev-Fan und Kalisto ist vielleicht ein bisschen interessanter in Tag-Team-Action mit Sin Cara zusammen. Das müsste also Punkt Nummer 3 gewesen sein. Nummer 4, New Day gewinnt gegen die Voodoo-Villains und da ging es ja um die Tag-Team-Gürtel. Ich hatte getippt, dass die Voodoo-Villains das Ding machen würden. Das Match an sich war auch bloß mit 6 Minuten 20 schon das kürzeste Match des Abends und damit hätte ich jetzt nicht so wirklich gerechnet, also ich hätte schon erwartet, dass sie sich da ein bisschen mehr Zeit lassen. Match an sich war ganz cool und ich muss dazu sagen, dass New Day immer besser bei mir ankommt, also obwohl die jetzt wirkt es ja rein theoretisch so ein bisschen so, als wenn sie über dem Punkt wären, über ihrem Halbpunkt und wieder auf dem absteigenden Ast. Deshalb hätte ich auch gedacht, okay, sie verlieren die Titel, aber anscheinend wollen sie das Ganze noch ein bisschen in die Länge ziehen. Ich finde es bloß so ein bisschen schade, wenn man jetzt auf die Titelregentschaften guckt, dass im Endeffekt
die WWE sich dann nicht so wirklich was traut. Okay, du hattest jetzt Kalisto, also der den Titel verloren hat. Im Prinzip musste er den Titel ja verlieren, wenn man sich den restlichen Abend so anguckt. Eben, dass die Titel an sich sehr, 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 sehr selten mittlerweile wechseln. Was gut und schlecht zugleich sein kann. Es ist natürlich immer lame, wenn gefühlt bei jeder Großveranstaltung im Endeffekt der Titel wechselt, dann ist das irgendwie, dann hast du keinen dominanten Champion, aber es ist halt auch irgendwie lame, wenn der gar keinen Titel wechselt, so. Aber na gut, Match an sich ist wie gesagt ganz cool gewesen, dadurch, dass ich New Day eigentlich ganz geil finde und die Voodoo Villains haben auch einen schönen Wiedererkennungswert, finde ich, also die bringen da ein bisschen was Frisches rein, obwohl es auf alt gemacht ist. Also das gefällt mir schon irgendwie. Und sowas erwartet man eigentlich auch eher weniger von der heutigen WWE, dass die das so ein bisschen auf alt machen und so ein bisschen auf, ja, es ist ja schon fast so ein bisschen theaterstückmäßig gemacht und es ist ganz nett. Also es wurde irgendwie zum späteren Verlauf immer besser, was die Matches anging. Für mich jedenfalls. Hier hatte ich, wie gesagt, glaube ich, auf die Voodoo Villains getippt, das heißt, kein Punkt für mich. Match Nummer 5 war für mich persönlich, wie ich auch erwartet habe, das beste Match, so. Also für mich so am interessantesten. Ist natürlich ein bisschen lame gewesen, dadurch, dass The Miz seinen Titel verteidigen konnte gegen Cesaro, Kevin Owens und Sami Zayn. Also es ist quasi das eingetreten, was ich ausgeschlossen hatte. Sehr gut. Ich hatte ja vermutet, dass entweder Kevin Owens oder Cesaro sich das Ding holen würde. Und im Endeffekt hat The Miz Cesaro besiegt, ich glaube gepinnt, ne? Ich kann mich da jetzt auch gar nicht mehr so dran erinnern, weil ich habe das schon gestern geguckt. Die Aufnahme ist jetzt ein Tag danach. Ich muss mich ein wenig zurück entsinnen. Und Fatal 4-Way-Match geht halt auch immer, ne? Und es ging eben um den Intercontinental Championship. Und dadurch, dass Rusev den United States Championship hält und jetzt The Miz den Intercontinental Championship, wirkt es so ein bisschen so, als wenn die Titel wirklich wieder auf einer Ebene stehen würden. Wenn nicht sogar, dass der United States Championship ein bisschen höher steht wieder. Das war ja nicht mehr so wirklich der Fall, als er die ganze Zeit in der Pre-Show verteidigt wurde durch Kalisto gegen Ryback. Da wirkt es schon ein bisschen so, als wenn der Intercontinental Championship vom Standing höher ist. Jetzt müsste er wieder so ein bisschen auf einer Ebene stehen mit dem United States Championship. Aber na gut, das Match ging dann sogar mal länger als 10 Minuten, nämlich genau 18 Minuten. Und ja, wie gesagt, also da hatten wir jetzt immerhin schon mal so 2-3 Wrestler dabei, die ich ziemlich abfeier und 1-2 Wrestler, die immer noch ganz okay sind. Und ja, was soll man noch dazu sagen? Das Ding hat The Miz gewonnen und dadurch kein Punkt für mich. Match Nummer 6, Dean Ambrose gegen Chris Jericho. Und das ist ein Asylum-Match und hinterher ist mir dann aufgegangen, nachdem ich die Preview aufgenommen habe, oh, bin ich ein Depp. Asylum-Match, ist doch klar, dass das Dean Ambrose Heimvorteil sozusagen ist. Da muss ich doch auch darauf tippen, dass Dean Ambrose gewinnt und nicht Chris Jericho. Aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass Dean Ambrose das letzte Match gewinnt und dieses Match halt auch wieder gewinnt. Und ja, das Match ging über 26 Minuten und war für mich auch nicht zu lang. Also, es war ganz nett. Es war aufgebaut wie so ein Stahlkäfig-Match, ganz normal. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, konnte man eigentlich in dem Match auch gewinnen, wenn man rausgeklettert ist? Also wie beim normalen Stahlkäfig-Match, weil im Endeffekt hat ja Dean Ambrose gewonnen durch Pinfall und das sogar nach einem Match, was eigentlich ganz geil war. So, im Endeffekt hätte ich bei dem Match jetzt erwartet, aber okay, das hätte ich auch bei Roman Reigns gegen AJ Styles oder bei Charlotte gegen Natalya, dass es wirklich dadurch, dass es schon mal stattgefunden hat oder so, sich irgendwie abnutzt, aber die Stipulation des Asylum Matches war ganz, ganz geil. Also die hat dem Ganzen noch ein bisschen Würze verliehen. Wie gesagt, es war so aufgebaut wie ein Stahlkäfig-Match und darüber hingen dann diverse Gegenstände, die benutzt werden konnten. Unter anderem auch ganz viele, also so ein Beutel voll mit Reißzwecken sind das, glaube ich, die dann durch Dean Ambrose noch im Ring verteilt wurden und wusste sich dann die ganze Zeit, einer wollte den anderen da reinwerfen und meistens hing Chris Jericho am seidenen Faden und wäre da fast reingeflogen, aber dann hat er sich in letzter Sekunde noch retten können
Und zum Schluss ist Chris Jericho. Dann konnte er sich nicht mehr retten. Dann ist er da wirklich reingeflogen mit dem Rücken. Und es sah aus, als wenn es ziemlich gezwickt hätte. Weil er die natürlich alle im Rücken stecken hatte auf einmal. Und es natürlich auch geblutet hat. Ich weiß jetzt nicht genau, ich stecke da nicht so drinne, was das angeht. Die waren schon echt, oder? Also das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das alles... Das sah... Au. Das sah, wenn die echt waren, dann hast du natürlich, als wenn du da hunderte Spritzen abkriegst oder so. So zwickt das richtig schön. Wie gesagt, also Dean Ambrose und Chris Jericho, das ist immer so ein Match, da weißt du, das kann eigentlich nur cool werden. Bei diesem Event ist es eben so gewesen, du hattest ganz viele gute Matches, ein paar standardmäßige Matches durchschnittlich, aber du hattest wieder nichts, was so richtig geil ist. Aber Dean Ambrose gegen Chris Jericho kam halt auch schon wieder ziemlich nah ran. Und da hat Dean Ambrose gewonnen. Ich habe, wie gesagt, auf Chris Jericho getippt, also kein Punkt. Match Nummer 7, Charlotte gegen Natalya. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, Charlotte hat ja den Titel und sie hat ihn auch verteidigen können. Das fand ich ein bisschen lame, wie das passiert ist. Okay, du bringst das Match als vorletztes. Das kann man machen, auf jeden Fall. Es ging unter 10 Minuten, nämlich 9 Minuten 30. Und es ging eben darum, Submission. Wer gibt auf, ne? Wir hatten Charlotte mit dem Figure 8 Leglock und Natalya mit dem Sharpshooter. Und da wurde es ja auch, glaube ich, in der Promo schon vor, also die vor dem Match stattgefunden hat. Ich glaube, da hat Stephanie McMahon schon angesprochen gehabt, dass sie persönlich findet, dass der Sharpshooter schlechter ist als der Figure 8 Leglock. Kann ja im Endeffekt jeder so sehen, wie er möchte. Ich persönlich hätte am liebsten gesehen, dass Natalya gewinnt. Charlotte hat gewonnen, nachdem sie halt ein ganz gutes Match gezeigt haben, beide. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ric Flair kam nicht zum Ring, allerdings wurde seine Musik abgespielt. Und dann kam, ich muss mal ganz kurz nachgucken, wie hieß die? Ich kenne die Dame nicht. Dana Brooke. Also Dana Brooke oder so. Die kenne ich persönlich nicht, ist wahrscheinlich irgendwie NXT oder keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Jedenfalls kam die zum Ring, hat Natalya so ein bisschen abgelenkt, dann kam Charlotte von hinten, hat sie, glaube ich, irgendwie umgehauen und dann hat sie zum gefühlt millionsten Mal den Figure 8 Leglock angesetzt und dann hat Natalya natürlich aufgegeben. Vorher setzen sie die Submission Moves millionenfach ein und es gibt keine auf, aber wenn jemand zum Ring kommt und so tut, als wenn er ablenkt, dann muss natürlich sofort aufgegeben werden. Also ich fand es ein bisschen schade, weil, okay, jetzt kam kein Ric Flair zum Ring, oh mein Gott, jetzt kam Dana irgendwas oder Dana irgendwas, Dana Brooke zum Ring und das macht für mich alles keinen Unterschied mehr. Also für mich hat Charlotte immer noch nicht clean gewonnen und das soll ja auch wahrscheinlich so sein. Ich find's, weiß ich nicht, so, das wirkt alles nicht sehr dominant, obwohl es dominant sein sollte von Charlotte. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt beim nächsten Mal machen wollen. Wahrscheinlich gibt's das Match nochmal und dann sind alle vom, dann ist jeder vom Ringverband, alles und jeder. Und ja, und dann gewinnt Charlotte wahrscheinlich clean und Natalya kriegt den Titel wieder nicht. Ich weiß nicht, das verläuft sich alles gerade so ein bisschen im Sande zwischen den beiden. Aber okay, Ric Flair kam, nachdem das Match vorbei war, dann auch zum Ring und dann haben sie sich da ohne Ende abgefeiert, dass der Titel immer noch bei Charlotte ist. Ich finde, hier könnte der Titel vielleicht auch langsam mal wieder wechseln oder Charlotte könnte mal dominant gewinnen. Das wäre auch schon mal ein Anfang. Match Nummer 8. Achso, ich hatte ja auf Charlotte getippt, von daher. Wie viele Punkte waren das jetzt? Ich glaube, bei 5 bin ich oder so, ne? Match Nummer 8 ist Roman Reigns gegen AJ Styles gewesen. Und auch hier gilt das mit dem Titel. Roman Reigns hatte den Titel und hat ihn auch verteidigen können. Extreme Rules Match, 22 Minuten und damit nur das zweitlängste Match des Abends, denn das längste war ja bekanntlich Dean Ambrose gegen Chris Jericho. Was ich übrigens auch besser fand als Roman Reigns gegen AJ Styles. Trotzdem war Roman Reigns gegen AJ Styles ganz, ganz nett anzusehen. Auch dafür, dass es nicht das erste Match zwischen den beiden war, muss man auf jeden Fall sagen, konnte schon einiges das Match, aber es war halt auch immer zu erwarten, dass Roman Reigns seinen Titel verteidigen würde. Und dadurch, dass AJ Styles dieses Match hier nicht gewinnen konnte, glaube ich, rückt das auch ganz, ganz weit in ganz, ganz weite Ferne.
dass er überhaupt den Titel sich nochmal holt, da am Ende des Matches Roman Reigns ja, wie gesagt, AJ Styles besiegen konnte. Und danach kam erstmal, Achtung Spoiler, aber wir sind ja hier sowieso beim Rumspoilern, Seth Rollins zum Ring und hat Roman Reigns hinterrücks umgehauen. Und jetzt ist halt die Frage, ne? Geht's jetzt weiter zwischen Seth Rollins und Roman Reigns oder bleibt auch AJ Styles noch in der Fehde drin, sodass du im Endeffekt eine Dreierfehde hast? Aber das wäre dann auch wieder irgendwie lame, weil ich mir vorstellen könnte, dass AJ Styles und Seth Rollins sich dann die ganze Zeit bekabbeln und Roman Reigns dann wie immer der lachende Dritte ist und den Titel auch ewig behalten wird. Und das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, immerhin, naja, was heißt dominant? Also dominant, Roman Reigns wirkt etwas, also er wirkt als Champion am dominantesten, wenn man dagegen Charlotte sieht, die immer nur dadurch gewinnt, dass irgendeiner eingreift. Oder The Miz, der halt immer so, ja, ich sag mal, flüchtig gewinnt durch einen Einroller oder durch, weil er die Gunst der Stunde nutzt. Und ja, man muss im Endeffekt gucken, wie Rusev sich so macht, ob der vielleicht auch ein bisschen Dominanz versprüht oder eher überhaupt nicht. Aber na gut, Roman Reigns hat gewonnen. Ich müsste eigentlich auch auf Roman Reigns getippt haben, deshalb 6 von 8 möglichen Punkten. Ich find's ganz cool, obwohl ich kein Seth Rollins-Fan bin, dass der wieder da ist. Vielleicht macht er das Ganze nochmal ein bisschen hotter, dass er sich den Titel eventuell holt oder in AJ Styles doch noch irgendwie an den Titel rankommt, was ich zurzeit am ehesten ausschließen würde. Jedenfalls ist es langsam ein bisschen so, der Titel könnte halt auch mal wechseln, ne? Das ist halt auch ein bisschen lästig mittlerweile, dass Roman Reigns einfach alles immer wieder irgendwie knapp gewinnt. Also wie gesagt, so richtig dominant sieht das halt auch nicht aus von Roman Reigns, aber naja, und die Matches sind ja auch nicht schlecht. Sie sind halt nur irgendwie Standard. Also ein bisschen was über dem Standard, aber wäre schon interessanter, wenn AJ Styles mit dem Titel rumrennen würde. Das wäre für mich persönlich irgendwie cooler. Was ich vorhin noch angeteasert hatte, war ja, dass, wie gesagt, The Club und die Usos sich da auch mit eingemischt haben. Aber ist halt auch wieder nur das Provisorische gewesen. So, dann kommt die mal rein, klatschen den einen um und dann kommen die anderen rein und klatschen den nächsten um. Und im Endeffekt gewinnt Roman Reigns. Na gut, das interessanteste Match des Abends oder die beiden waren eben, wie gesagt, das The Miz Match und Dean Ambrose Match auf jeden Fall. Ja, und alle anderen waren halt auch nicht schlecht. Die waren alle so im Durchschnitt. Also ich habe jetzt kein Match dabei. Allerdings, wie gesagt, ich habe Baron Corbin gegen Dolph Ziggler nicht gesehen. Keine Ahnung, ob da irgendein Match, also ob das vielleicht nicht so gut war. Aber mir haben eigentlich alle so gefallen. War nichts richtig, richtig Geiles dabei, aber war halt alles so durchschnittlich bis über dem Durchschnitt. Von daher passt das schon. Ihr könnt mir ja wie immer eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.